Hallo zusammen zu unserer heutigen Sendung von Wannenthal World News. Zunächst interessiert uns natürlich, wie es mit den Aliens von gestern weitergegangen ist. Und dazu gibt es zunächst erstmal eine Umfrage. Herzlich willkommen im Studio von WWN Wannenthal. Ich habe hier eine Runde und stelle Ihnen Fragen über Aliens und Außerirdische. Hier im Studio sind Herr van Deniken und Tobias. Ja. Herr van Deniken, glauben Sie an Außerirdische? Ja, natürlich glaube ich an die Außerirdischen. Haben Sie die noch nie gesehen? Diese herzigen, kleinen, grünen Männchen? Wie kann man nicht daran glauben? Was meinst du, Tobias, über Außerirdische? Blau und rot. Eben blau und rot? Ja. Ui, ich habe noch keinen gesehen. Egal. Können Sie mir Außerirdische zeichnen oder erklären, wie sie aussehen? Also zeichnen kann ich sie nicht so gut. Ich bin nicht so ein exzellenter Zeichner. Aber die sind etwa 1,50 Meter groß. Die haben so komische Arme. Sie sind grün, leuchtend blaue Augen. Auf der einen Seite sehen sie sehr lustig aus, auf der anderen Seite ganz gefürchtig. Was meinst du über die blau leuchtenden Augen, Tobias? Nie Angst gehabt von blauenden Augen. Was haben Sie über Kornkreise? Ja, Kornkreise, die sind ein ganz interessantes Phänomen. Die sind so hochpräzis gemacht und so weiter. Das können ja, und meistens ist ja eben auf einer grünen Wiese oder einem gelben Kornfeld, das können fast nur Außerirdische sein. Und ich kann das auch. Wie meinen Sie? Ich kann das auch. Ah ja, vielleicht bist auch du ein Außerirdischer. Ah, ich hab auf einmal. Du hast ja auch blaue Augen. Ah, ich habe Angst. Tobias, was sagst du über das Bermuda-Dreieck? Bermuda-Dreiecke verschwinden. Flugzeuge und Schiffe. Ich von den Aliens machen das. Was sagst du über das Bermuda-Dreieck, Herr van Deniken? Das Bermuda-Dreieck hat mich schon immer gewundert. Es hat mich schon immer gewundert, warum es nicht ein Viereck ist. Das wäre doch auch spannend, ein Viereck statt ein Bermuda-Dreieck. Aber es scheint schon so zu sein, dass Leute dort verschwinden und ganze Schiffe. Und ich war mal dort und plötzlich war ich weg. Aha. Und 2-3 Wochen später war ich wieder da. Was halten Sie über Außerirdische? Die finde ich gut, die ist lustig. Ich bedanke mich bei Herrn Deniken und Tobias für diesen interessanten Beitrag. Ich bin sehr gerne gekommen. Vielen Dank. Ich bin gern gekommen. Vielen Dank. Und nach den Aliens geht es jetzt gleich weiter mit ein paar Schlagzeilen. Gerüchte um Winterthur. Es gibt immer weniger Menschen in Gondenschwil. Die Frage stellt sich, gefällt es den Leuten hier nicht mehr? Wieso flüchten morgen alle nach Winterthur? Es ist zu beobachten, jedes Fluchtfahrzeug ist ihnen gut genug. Minarettdebatte. Eine schreckliche, aber wahre Meldung hat uns soeben erreicht. Mit einem dringlichen Bundesratbeschluss wurde das Minarettverbot aufgehoben. Dafür wurden alle Treppen verboten. Auf Wunsch der Behinderten, die bislang an ihre Grenzen gingen, müssen die Maßnahmen bis Ende Februar 2010 in der gesamten Schweiz umgesetzt sein. Der neue Superstar. Nun ist es wieder soweit. Gestern Abend wurde der neue Superstar von Gondenschwil gefunden. Wir gratulieren Max und wünschen ihm eine steile Karriere im Showbusiness. Suchtgefahr. Eine Studie hat Schreckliches aufgezeigt. Selbst an sonnigen Tagen ist die heutige Jugend kaum mehr von ihren Computern wegzubringen. Das waren die Kurznachrichten. Nun weiter mit Katharina Reitz. Und hier kommt noch ein Werbebeitrag von unserer neu gegründeten Firma Coconut Wannenthal. Die gibt es schon seit 2 Tagen. Das ist immerhin eine längere Zeit. Und sie haben ihr erstes Produkt auf den Markt gebracht. iPad heißt es. Also ein ganz, ganz neuer Name, von dem noch niemand gehört hat. Und wir sind sehr gespannt. Hier kommt der Werbefilm.
iPad. Die Sensation der Technik. Ein Allrounder für alle Zwecke. Sie können MP3 abspielen, im Internet surfen, GPS-Funktionen nutzen und in der Not sogar wiederbeleben. Kabelsalat? Geschichte. Die Sensation von Coconut Gondenspiel kann sich durch modernste Technik wie Solarenergie selbst mit Strom versorgen. Wir besitzen mehr Funktionen als unser Namensvetter bei Apple und sind dabei 100%ig günstiger. Sehen Sie jetzt im Direktvergleich mit Apple. Der iPad. Vorsprung durch Technik. Hierfür stehen wir mit unserem Namen. Internetnutzung. Günstig telefonieren. GPS und Straßennavigation. MP3, AVI und WMA-Player. Wiederbelebung. Eigene Stromversorgung durch modernste Technik. Das ist mein Laden! Nun kommen wir von der Spitzenqualität zur Handarbeit. Unser Stargast heute ist Herr Rumpel die Pumpel. Und er ist der berühmteste Schlagzeuger in unserer Zeit heutzutage. Hallo. Hallo. Sehr erfreut. Hallo, hallo. Freut mich. Ja, ich habe gehört, Sie können nur so kommunizieren, wenn Sie gleichzeitig Ihr Instrument spielen. Deshalb habe ich hier mal was aufgebaut. Ist das richtig? Das ist genau so, ja. Schön. Ich bewundere Sie wirklich. Das ist interessant, wie man aus so einem robusten Instrument doch so zarte Töne hervorbringen kann. Wie sind Sie denn auf das Instrument gekommen? Warum ist es Ihr Favorit? Naja, es hat so begonnen. Ich habe in der Nase gebohrt, in der Nähe eines Schlagzeugs und dann gesehen, dass man wunderbare Töne damit entlocken kann. Ja, dann die Sekrete der Nase. Und hat den Vorteil, das fällt dann etwas ab vom Nasentuch und es ist wieder wie gereinigt. Gereinigt? Das ja. Ist wirklich eine wundervolle Wirkung. Dann tun Sie das eigentlich nur zur Reinigung Ihrer Taschentücher. Im Prinzip ja, ja. Hat den Vorteil, dass dann die Frau, die hier sauber macht, das wieder wegwischen kann und eben. Ich benötige keine Waschmaschine. Toll! Also von dieser Technik, da wusste ich noch gar nichts. Ich habe gehört, Sie treten jetzt auch in Europa auf. Wie kamen Sie denn darauf? Naja, ich wurde gefragt und habe dann einfach den Meistbietenden zugesagt. Der hat mir auch versprochen, dass die Bodenreinigung dann inbegriffen ist, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Ja gut, dann bin ich sehr erfreut, dass Sie hier unser Gast waren und ja, weiter geht's mit... Oh. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen bei BBN. Tschüss!